Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir kommen gerade mit meinem Schnucki vom Einkaufen. Wir waren mit dem Fahrrad unterwegs. Das Wetter war am Anfang nicht so schön, aber im Laufe der Zeit kam die Sonne raus. Es wird heute warm, soll zumindest warm werden, um die 19 Grad ungefähr. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz unseren Einkauf. Ich habe jetzt alles schon so ein bisschen auf dem Tresen verteilt. Wir haben so ein bisschen was mitgenommen. Wir haben sogar Wildfleisch mitgenommen. Und zwar ordentlich zugeschlagen für die nächsten Wochen, mal sowas zu essen. Wochen? Für die nächsten Wochen, Für das nächste heißt. Woche. Die nächste Woche? Nein, Es nächste gibt jeden Wochen. Tag lecker Fleisch. Ach so. Na gut, ich würde sagen, ich drehe mal ganz kurz mal die Cam und zeige euch mal den Oh, jetzt musst du Einkauf. ins Gefrierfach Ja, gehen. ich fange jetzt damit einmal kurz an. So, wir haben hier einmal Wildschweingulasch geholt, dann so eine Wurst. Soll sie gleich auftauen, wenn wir nachher grillen wollen? Ja. Ja. Dann haben wir Wildschweinrücken, dann solche Steaks. Dann hier ist das gleiche, also Wildschweinrücken. Das ist hier so ein, oh Gott, wie heißt es? Dammwildfilet, also so im Stück. Und hier auch, meine ich. Dann hat Adrian das hier mitgenommen. Das ist so ein Dammwild-Schinken, so im Stück, geräuchert. Und solche Würstchen, im Grunde fast wie Cabanossi, hier schätze ich mal. Dann haben wir nochmal Lachs geholt. Wie immer eigentlich Stremenlachs und Räucherlachs in Scheiben. Ich finde, Stremenlachs ist so lecker, Leute. Ne? Nochmal so. Und ganz normal in Scheiben. Zeig ich euch mal. Wobei, ich muss es erstmal auspacken alles. Weintrauben haben wir mitgenommen. Dann gibt es Krautsalat, Leberwurst. Erste Lieblingsleberwurst. Mein Schuki hat sich mit Hefe eingedeckt. Grillkäse mit Gouda, Cashews. Dann haben wir hier Zahnpasta mitgenommen. Bei Rossmann gab es einmal, fand ich so süß, einmal so einen Messbecher. Mensch, jemand will das doch mal mitnehmen. Manchmal brauchen wir so eine kleinere Menge, wisst ihr? Und ist cool, im Kleinen. Ja, das ist eine Fusselrolle. Dann haben wir hier Frikadellen und zwar vegan, genau. Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren und Basilikum. Und hier liegt der Rest: Frühlingszwiebeln, Kiwi, Bananen. Dann haben wir hier Met, vegetarisch, schmeckt sehr gut. Oder sogar vegan. Adrian hat jetzt Sauce Hollandaise mitgenommen, gab es bei Rewe. Hatte gleich ein paar Packungen mehr mitgenommen. Ananas, dann haben wir hier Grapefruit, Melone. Mayo brauchte ich nochmal, so eine vegane Mayo von Rewe. Die schmeckt auch wirklich sehr, sehr gut. Und Wurst für Ash. Genau. Ihr Lieben, ich komme gerade aus dem Büro. Ich habe mein Video nochmal geschnitten. Die Kinder sind jetzt los. Max wollte jetzt Ash einsammeln und noch irgendwie was einkaufen oder so. Dann haben wir hier jemanden zu Besuch. Und ja, ich habe schon angefangen, übrigens ein bisschen das Grillen vorzubereiten. Habe schon mal das Fleisch rausgeholt zum Auftauen. Hier haben wir halt das Fleisch, also Rumsteak, Wildwürstchen, diese Steaks, auch vom Jäger gerade eben, ich glaube Dammwild oder so, weiß ich nicht genau. Und einmal so ein Gyros-Steak. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hatte ich bei Rewe gekauft. Schmeckt super lecker für Ash. Mal gucken, ob er das. Eigentlich mag er das total gerne. Ist auch sehr praktisch, weil das Fleisch sehr, sehr dünn ist und man kann es sehr schnell grillen. Das ist immer ganz cool. Vegetarier-Teller haben wir hier. Grillkäse. Das ist diese neue Grillkäse mit Gouda. Würstchen. Dann habe ich ja solche Brote geholt. Also Fackelbrote sozusagen. Na, dann nennt man die doch. Die sind mit Käse gefüllt. Drüben habe ich schon mal Kräuterbaguette und Gitterkartoffeln drin. Jetzt würde ich gerne gleich Kartoffeln rausholen, die schon mal gleich vielleicht kochen. Wobei, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und die Wäsche habe ich schon gemacht. Ich versorge einmal ganz kurz Leo. Er will wahrscheinlich ein Stück Käse, schätze ich mal. Weil er liegt hier so am Kühlschrank. Würdest du was haben? Möchtest du raus? Ich habe übrigens schon mal einen Schwung Wäsche aufgehängt. Das ist so schön warm heute. Guck mal, da ist es windig und die Sonne ist jetzt einmal ganz kurz verschwunden. Die war aber eigentlich die ganze Zeit da. Jedenfalls, ja, Hackengas. Der gibt Hackengas jetzt. Ja, das ist Leo, ne? Der Frechdachs. Er hat Nachbarn gehört jetzt und muss das Grundstück beschützen. Übrigens, schaut mal, was ich gestern gemacht habe, tatsächlich geschafft habe, die Tomaten zu pikieren. Ich habe jetzt das alles in diese größeren Töpfchen gesetzt. Ich habe mir gedacht, ich werde das jetzt mit 10 Pflanzen, die ich jetzt, die recht stabil waren, habe ich jetzt quasi umgetopft, umgesetzt und hoffe, dass mir das alles gelingt hier, ne?
Bin sehr, sehr gespannt, ob das alles klappt oder nicht. Ob man das nachher tatsächlich, ob man die Tomaten nachher ernten kann. Mal gucken, wie die Pflänzchen sich so entwickeln. Schau nur, was mein Schnucki gestern gemacht hat. Er hat den unteren Teil einmal umgebaut. Er hat, wie es eigentlich ursprünglich auch vorgesehen, diese Halterung für die Pfannen und die Deckel hat er einfach so zusammengesteckt, wie das sein soll. Ich habe das ja geteilt. Und praktischer. Man kommt jetzt noch besser ran als vorher, ehrlich gesagt. Ist auf jeden Fall sinnvoller als was ich hatte. Ich hatte ja da hinten die Töpfe, vorne die Deckel. Und deswegen, er hat das jetzt alles so umgebaut. Ja, also, es geht für mich weiter hier mit dem Kochen. Und zwar habe ich hier schon mal die Kartoffeln, die werde ich dann gleich kochen. Vorher wollte ich ganz gerne für den Salat meine Gnocchis einmal anbraten. Und der kleine Mann versucht mal zu schlafen, dann kommt er wieder zu mir, dann geht er wieder zum Schlafen. Ne? Was möchtest du? Oder kümmert sich keiner um dich, ne? Kümmert sich keiner um Leo? Langweilst du dich? Langweilst du dich? Sag mal hallo, liebe Zuschauer. Hallo. Also die Vorbereitungen laufen. Ich habe hier schon mal Gnocchis angebraten. Die mache ich immer vorher, bevor ich alles andere mache, weil die müssen noch ein bisschen abkühlen gleich. Für den Salat Kartoffeln habe ich aufgesetzt. Und hier möchte ich gerne einen Gnocchi-Salat machen. Und zwar mit Rucola braucht ihr dafür. Eine Zwiebel, Tomatenradieschen, Zwiebeln. Dann habe ich eine Frühlingszwiebel dazu genommen. Ein paar Salatgewürze, je nachdem, wie ihr möchtet. Also ich kann ja noch mal. Petersilie habe ich ja noch. Die kann ich nochmal dazu geben. Und halt etwas Olivenöl. Das wird einfach, das hier wird alles klein geschnitten, also kleiner als sonst. Dann habe ich solche Karottensticks schon mal gemacht zum Dippen. Dann sind es hier nochmal polnische Gurken. Bin gespannt, wie die schmecken. Bin ich sehr, sehr gespannt. Die haben wir noch nicht aufgemacht. Und Krautsalat schon mal, weil die Kinder das unheimlich gerne essen. Genau, ich würde sagen, ich schnippel jetzt einmal schnell das Gemüse klein. Ist soweit fertig, so wie der ist, aber ich werde noch ein bisschen mal frische Knoblauch dazugeben. Also, ich mache das mal schnell. Hier habe ich schon mal die Pilzpfanne vorbereitet und zwar habe ich Champignons abgewaschen, dann eine Zwiebel mit dazugegeben, gehackten Knobi, Petersilie, Pfeffer, Trockenknobi. Das war's. Genau, es wird alles zusammen angebraten quasi als Pilzpfanne und alles andere ist soweit fertig. Das Einzige, was ich machen möchte, ist, das sind solche Tomate-Mozzarella-Spieße. Dafür brauche ich aber gleich nochmal die Tomaten.
Also, ich habe hier drauf italienische Kräuter drauf gegeben. Normalerweise habe ich früher mal so ein Balsamico darüber gegeben, habe ich jetzt aber heute nicht. Ich finde, alternativ kann man auch ein paar Kräuter nehmen, einfach dann Olivenöl und etwas Kürbiskernöl. Das ist auch super lecker. Auf jeden Fall ist das hier eigentlich relativ schon weit alles gut fertig. Die Kinder sind auch schon da. Ich glaube, die Kartoffeln sind auch schon durch gleich. Muss hier so nur noch die Pilze mal machen und Kräuterbaguette und diese Gitterkartoffeln. Oh, die Kinder sind da. Na dann mal los. Bam. Hast du was zu meckern? Nee. Dann tu es jetzt. Ich meckere ja nie mit dir. Ich kritisiere höchstens wie Tier. Ja. Reimt also, sich sogar. Wir haben da so einen Haufen Fleisch ja. und Wurst. Ja. Und wer isst das alles? Wir können noch ein paar Leute einladen. Ja. Aber ich habe mir gedacht, wir essen heute das, dann essen wir morgen auch wieder das und übermorgen auch wieder nochmal das. Ja, er hat jetzt schon Hunger, ne? Jo. Was machst du dir denn zu essen? Ein paar Toastbrötchen. Ja. Wir wollen ungefähr in einer Stunde oder so anfangen. Blöde Zeit jetzt irgendwie. Ich habe gerade eben nochmal zügig den Tisch schon mal gedeckt. Ich habe gedacht, diese Stange hier lasse ich dran. Ich sitze ja sowieso hier und die stört eigentlich nicht. Hoffe ich ja, dass die anderen auch nicht dadurch gestört werden. Tisch habe ich abgewischt. Ihr glaubt nicht, wie dreckig der war. Das sah gar nicht so aus, aber der war wirklich sehr, sehr verdreckt. Jetzt müssen wir noch einmal den Grill organisieren, diesen Elektrogrill. Und zwischendurch kommt die Sonne sogar raus. Das ist richtig cool. Ich zeige euch mal ganz kurz mal meinen Salat. Guckt mal. Sieht ganz gut aus. Müsste ich nochmal gießen dann. Das ist Rucola. Das ist ein ganz normaler Pflücksalat. Das ist richtig schön. Ich habe jetzt die Deckel abgemacht, ne? Genau wie bei den Erdbeeren auch. Ich habe mir gedacht, so dass sie heute recht warm ist. Kann es ein bisschen offen sein. So, hier nochmal. Gucken wir mal, was hier passiert. Oh, gestern musste ich ja diese Erde haben, ne? Und dann roch das hier so lecker alles nach Minze. Das ist richtig cool. Und guck mal, da kommen schon wieder ganz viele kleine Blätterchen. Das riecht hier unheimlich lecker. Also nach Minze. Das ist richtig schön. Das riecht auch sehr gut hier, Currykraut. Ich habe das Schildchen drin gelassen, ne, damit ich weiß, wie, wo was ist. Genauso wie bei diesem hier. Zitronenthymian. Riecht auch sehr, sehr interessant. Also man kann das auch wirklich in Limonade reinmachen, ne? Oder in irgendein Getränk. Oh, riecht gut. Hier ist es auch so, dass der Schnittlauch natürlich immer größer wächst oder immer höher wird. Ich habe letztens gehört, man darf, was darf man nicht nebeneinander pflanzen? Petersilie neben, was ich gemacht habe. Irgendwas durfte man nicht nebeneinander pflanzen, irgendein Kräuter. Basilikum war das nicht, ne? Irgendwas war. Schreibt mir gerne mal, wenn ihr das wisst. Man darf irgendwelche Kräuter nicht nebeneinander pflanzen, die vertragen sich wohl nicht so. Ich weiß nicht, ob das Basilikum, Petersilie, nein. Irgendwas war. Fällt mir gerade nicht ein. Ihr Lieben, guck mal, was ich hier mache. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit jetzt. Das ist kurz vor drei. Eigentlich bin ich soweit ganz gut durch. Ja, ich habe angefangen, jetzt meinen Schrank aufzuräumen. Und hier habe ich ein paar Sachen schon mal hingelegt. Muss ich nur noch alles sortieren. Also ich habe jetzt schon mal Überblick verschaffen, was ich so für Tops habe jetzt für Frühling und Sommer. Und hier sind ein paar frische. Guck mal, die sind aus dem letzten Jahr. Man sieht gleich so den Unterschied, ne? Zwischen so gräulich zu natürlich neuem, ne? Also ich, ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal alles raufgelegt. Ich würde ganz gerne so ein bisschen klar Schiff machen hier. Weiß noch nicht so ganz genau wie. Ich habe schon überlegt, wieder so ein bisschen was auszusortieren für meine Mutter. Weil meine Schwester sieht auch öfters mal aus. Wir sortieren immer alle öfters mal aus. Und ich muss gleich gucken. Weil, guck mal, zum Beispiel diese hier habe ich dieses Jahr gar nicht angezogen. Das hier nicht. Was ist das? Ja, den habe ich, glaube ich, nur einmal angehabt oder so. Ja, ich muss gleich mal gucken, ob man das überhaupt alles haben muss unbedingt. Das ist alles H&M hier, ne? H&M oder Primark. Und bei Primark ist mir aufgefallen, aber das habe ich mir auch schon mal geschrieben. Die Qualität ist dann tatsächlich, also so ein Pulli kostet dann nicht viel, ne? So eine Strickjacke. Wenn du es einmal gewaschen hast oder so, oder ein paar Mal getragen hast, dann merkst du das.
H&M finde ich geht noch, wobei die fusseln auch irgendwann mal. Aber Primark merkt man wirklich einen Unterschied. So, hier habe ich so einen Cardigan auch noch nicht angezogen. Oder einmal höchstens. Den Pulli hatte ich, glaube ich, auch nur einmal an. Ja, und das sind halt eben meine Hosen, Strickjacken, Hoodies, alles. Aber es ist alles so durch ein Tüdel hier, ne? Ich mag das nicht. Also, ich werde das einmal ganz kurz in Angriff nehmen. Oben, gut, im Moment ist sowieso noch nicht so warm, ne? Das heißt, ich kann ehrlich gesagt Sommerkleidung nur gar nicht rausholen, weil es einfach zu kalt ist. So, und ich habe zwar hier Röcke hängen, weil ich sie nicht unbedingt im Liegen lagern wollte. Diese 1, 2, 3, 4, das sind solche Sommerröcke. Ich glaube, überwiegend alles von Zara. Aber wie gesagt, den Rest lasse ich hier noch, weil draußen ist noch nicht so richtig schönes Wetter, dass man sagen kann: Ach, jetzt nehme ich es mal alles raus. Ich würde ganz gerne sowieso nochmal alles waschen, dann, wenn ich es verstaue. Und irgendwann mal tausche ich einfach, weil dann kommt da in meine Kiste halt, kommen da Pullis rein, da, und da habe ich auch noch eine Kiste. Deswegen muss ich mal schauen, was ich hier jetzt hiermit veranstalte. Manchmal fängt man so an, ne? Und mittendrin denkst du irgendwann mal so, oh, ich habe sogar keinen Bock mehr. Ja, aber ich mache ein bisschen weiter. Und das hier zum Beispiel habe ich aussortiert, das muss ich bügeln, weil es kam total zerknittert aus der Wäsche. Richtig, so kann man gar nicht so richtig anziehen. Genauso wie das bügeln und das bügeln. Ja. Ich bin so ein bisschen weitergekommen. Diese Pullis habe ich für meine Mama aussortiert. Dann gucke ich hier gerade noch, die Jeans wollte ich nochmal anprobieren und gucken, wie die so passen. Sommerklamotten, genau, wollte ich einmal, also diese Tops sortieren. Langarmshirts habe ich ja da, da habe ich nochmal die Hoodies. Wollte ich aber nach Farben so ein bisschen sortiert haben. Und ich gucke einfach mal, was ich davon behalte. Genau, das sind die beiden Trainingsanzüge, das sind die beiden Pullis und so sieht es im Moment hier aus. So, und hier geht es auch voran. Ich brate einmal diese. Okay, verbrennt. Okay. Ganz kurz weggekommen, ne, davon. Shit! Na gut, die kann man jetzt nicht mehr so ganz gut essen. Die gehen noch. Das ist so schwarz. Die gehen aber noch hier. Auf jeden Fall brate ich einmal diese Fackelbrote einmal an. Also diese Käsebrote. Genau, Pilzpfanne ist auch schon fertig. Die ist durch. Ich habe mir gedacht, ich werde diesen Grillkäse mit Gouda einfach mal anbraten, weil das sieht eigentlich ganz gut aus und das riecht auch schon ganz gut. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Also ich weiß nicht, ob der jetzt nicht neu ist oder so, aber ich kenne ihn auf jeden Fall nicht. Und der Käse, also fühlt sich auch an wie normaler Käse. Das sieht aber normal sieht er so aus. Innen drin ist halt so ein bisschen weicher und mit Kräutern. Aber wie gesagt, ich gucke mal, wie das schmeckt. Bin ich gespannt. Wahrscheinlich ist alles viel zu viel, ne? Hat er gesagt, wer soll das alles essen? Wie gesagt, morgen, übermorgen kann man das immer noch halt auch warm machen und einfach zum Mittag essen. Das geht. Fleisch geht sowieso. Bin gespannt, was die Jungs zu diesem Fleisch sagen, zu diesen Würstchen. So, ich glaube, der Käse ist eigentlich ganz gut. Sieht schon mal ganz gut aus. Also, bevor die Kamera anging, hat mein Schnucki voll genau so gemacht, voll genervt. Er hat gerade einen Grill geholt. Das ist kein genervt, das ist mein sondern. Augentraining. Ich Ach muss so. 10-mal die Augen rollen, 10-mal im Ja, Quadrat okay. links rum, 10-mal im Quadrat rechts rum, hoch, runter, links, rechts, Ach diagonal. so. Naja, okay, wenn ich es gewusst hätte, dass es Augentraining ist. Bin total glücklich. So, Max habe ich gerade geschrieben, ich so, wollt ihr nicht kommen? Und dann sagt er, 2 Sekunden, wir bereiten noch kurz was vor, was auch immer das sein soll. Ich durfte vorhin auch übrigens, als sie gekommen sind, nicht gucken. Ich sollte weggehen, weil sie irgendwas aus dem Auto geschleppt haben. Ich weiß nicht, was es war oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kein Plan. Aber dieser Käse riecht wirklich sehr, sehr lecker. Nach Gouda tatsächlich. Riecht echt gut. Schmeckt dir mein Soll ich Essen? jetzt grillen oder was? Ja, wir wollen grillen. Ich brauche Du kannst irgendein schon Öl mal. oder so. Ja, zum Einölen, ne? Ja. Mhm. Leute,
Die Kinder bringen eine Überraschung von oben. Was ist das alles? Was habt ihr denn Cooles gemacht? Erzähl Chris jetzt selber. Erzähl du mal. Blätterteig mit so Frischkäse-Garnelenfüllung. Wow. Und hier Paprika mit Frischkäse. Wow, ihr seid verrückt. Und dann noch so ein Häschen. Osterwochenende, ne? Oder eine Maus. Ja, oh, ja. Das sieht ja lustig aus. Bin ich gespannt, wie das schmeckt. Habt ihr die selber gemacht? Mhm. Eingerollt wahrscheinlich, ja, so auf dem ausgewachsen. Mhm, genau, damit es. Ja, aber ich glaube, das ist aufwendig. In Russland könnte man mit so einer süßen Füllung befüllen, ja, das Ganze. Das ist auch mega. Ja. Na? Also, Essen ist fertig. Ja, kommt. Schnucki, die Kinder haben eine riesen Überraschung. Die haben was gemacht. Chris hat was gemacht oben. Richtig das? Cool. Nee, nicht das. Warte. Da, guck mal. Sieht krass aus, ne? Schnucki, ja. Machst du da vielleicht ein bisschen Platz, Schnucki? Da, bei dir, rechts. Nee. Ja. Also schieb mal das hin. Der mit Käse, und mit Käse ist auch so. Ja, genau. Was ist der Unterschied? Das ist hier Grillkäse mit Gouda und das ist euer typischer normaler halt Grillkäse, ne? Das sieht hier krass aus. Mega. Ja, okay. Das ist so Fleisch. Ja, das ist Gouda, soll es sein. Gouda, also genau das. Mal halbe, bitte auch. Ich will auch Käse probieren, gleich diesen Gouda. Den, genau. Mhm. Du sitzt hier wahrscheinlich? Nee, ich sitze da, auf dem Stuhl. Ja. Super, danke schön. Papa Käse? Max, eure Würstchen sind da. Bitte gerne. Alles klar. Ich bin jetzt wieder rein. Mhm, ja, genau. Trinken fehlt uns noch. Trinken. Was denn? Leo, wir brauchen Trinken. Wir haben da Fanta, habe ich in Dosen gekauft. Wo? Wir haben so eine Garage Wasser. Ja. Und Pilze habe ich gemacht. Pilze von der Nuch. Die Kartoffeln auch? Ja, oh ja, Christi, Kartoffeln auch. Weißt du, was das Problem hier mit dem Grill ist? Na? Der ist entweder an oder aus. Ja, also, ich weiß. Das variiert nicht die Hitze, sondern nur die An- und Ausschaltintervalle. Ah, okay. Also das jetzt ist schade. Zum Beispiel komplett aus. Krass. Jetzt muss man den eigentlich wieder anschalten. Mhm. Und dann ist er wieder volle an. Also, kann man nicht regulieren? Nee. Ja, du kannst eben regulieren, wie oft der an- und aus geht. Okay. Na gut, aber das sieht das schon mal gut aus. Das Terrantochter funktioniert auch so, ne? Ja, das geht auch mal an, mal aus, mal an, mal aus. Also. Ich kann das hier auch irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, das klingt schwer. Jetzt ist wieder volle Kanne an. Ich muss das eigentlich mal wieder ausgeben. Mhm. Sonst müssen wir öfters mal drehen. Drehen vielleicht. Ganz schnell, ne? Ja, ich muss sagen, dieses Grillgut kannst du da drehen. Ich glaube, ich brauche einen neuen Grill. Ja. Mit Kohle. Mit Kohle, ne? Kommt der? Ja, kommt. Ja, super. Ich hab Pulli schnell geholt. Ja, das ist doch, also ohne Pulli ist, glaube ich, ein bisschen, ne? Frisch, genau. Das ist sehr geräuchert. Ja. Das sind diese Fackelbrote mehr oder weniger, also diese mit Käse gefüllten. Hat die sonst auch nur halbiert? Ich habe die halbiert, damit ich die besser anbraten konnte, genau. Ja, hier sind besser. Polnische saure Gurken, Christi, die müssen wir unbedingt aufmachen. Genau. Yeah. Gucken wir mal, wie das schmeckt. Das ist voll schön, dass man mal draußen sitzen kann, habe ich schon gerade gesagt, gerne. Cola? Nee, ich hole jetzt mein Wasser. Bier? Die Sonne kommt rein. Ja, doch, kommt, wird heller. Ja. Ich nehme, ja. Nee, ich nehme meinen. Achso, dann hol ich. Ja, der braucht eine extra Einladung. Am besten schriftlich. So, die Würstchen, glaube ich, sind auch schon fertig. Keine Mücken, keine Bienen, keine Hummeln. Stimmt. Keine Hummeln habe ich auch schon gesehen. Ah. Die sind ja nicht so gefährlich. Hummeln sind auch okay, finde ich. Ja, stimmt, die sind richtig fett. Ja. Ich habe gewartet, bis du aufgehört hast zu filmen. Hallo? Bist du da? Kamera ist aus. Was ist Kamerascheu, der Junge? Nee, der ist gar nicht da. Das ist ein Häschen. Christi meint, oder eine Maus. Hallo, Leo. Dass man das machen kann, ne? Mhm. Aber sieht alles so lecker aus. Ja, das ist muss ich gar nicht entscheiden. Ja, ihr könnt gerne schon auffüllen. Dann lässt man alles weg. Ja, genau. Guten Appetit. Wenn es zu viel kommt, ne? Ja. Ich muss noch mal ganz kurz mal... Da. Oh. Da liegt einer. Ich dachte irgendwie, dass er im Sommer nur lief, weil Sonne scheint. Aber dachte ich auch. Wobei er macht das schon mal total gerne, ist, ne? Ist halt so bewacht für ihn. Mhm. Sieht lustig aus. Hey, I wish I could show you more. Wir haben jetzt gegessen. Es ist doch einiges übrig geblieben, ehrlich gesagt. Also guckt, wie die Küche jetzt gerade aussieht. Die muss ich immer schnell immer aufräumen. Ein Baguette ist übrig geblieben. Es war halt ein bisschen zu viel alles, ne? Da. Ein Baguette, ein bisschen Tomate Mozzarella, ein paar
Kartoffeln, aber wir haben es morgen halt sonst zum Mittag. Salat, haben irgendwie nicht viele gegessen. Von Chrissy diese wunderschönen Tütchen, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Fleisch ist nicht übrig. Ja, aber gut, lauft ja nicht weg. Wir haben sogar die Pilzpfanne vergessen, die haben wir dahinter gestellt, also auf die Box hinter uns. Vergessen. Naja, also ich räume einmal ganz zügig mal alles weg. So ihr Lieben, fertig. Ich habe auch draußen jetzt einmal ein bisschen aufgeräumt. Alles wieder an seinen Platz gestellt. Und hier läuft auch alles. Geschirrspüler läuft. Essen habe ich tatsächlich sogar noch im Kühlschrank untergebracht, ne? Weil es war so viel. Also wir haben die nächsten Tage hier echt gut zu essen. Ne? Darf nichts mehr dazu kommen. Und genau, das Brot ist noch nicht fertig. Mein Schnucki backt das gerade. Sieht schon mal ganz gut aus. Und auf mich wartet jetzt diese wunderschöne Arbeit. Denn das muss hier alles weg, weil das ist, wie gesagt, muss alles wieder in den Schrank rein. Ich sortiere das einmal ganz zügig mal rein. Hosen habe ich noch nicht anprobiert. Mache ich dann morgen sonst oder so. Jetzt habe ich keine Lust mehr, auch ehrlich gesagt. Ich räume mal alles weg. Und schon bin ich fertig. Ich habe jetzt hier links einmal meine Hoodies alle. Dann kommen schwarze Trägershirts. Langarm-Shirts, dahinter sind nochmal weiße und helle Trägershirts. Da sind die Jeans, unten sind diese Strickjacken, Strickpullis und da sind so diese leichteren Pullis. Ja, fertig. Also war eigentlich gar nicht so schlimm, aber trotzdem, also ich habe wieder ein bisschen was aussortiert. Wie gesagt, einen Haufen für meine Mutter und ein paar Sachen, die wegkommen. So, der Rest bleibt so, wie das ist. So, Feierabend. Ich bin fertig. Schlafzimmer ist fertig. Wir haben lecker gegrillt. Es war wirklich endlich mal draußen gesessen wieder. Ne? Ich weiß nicht, schreibt mal, wie das Wetter bei euch so ist. Also wir hatten heute den ersten Tag, wo man wirklich draußen, auch ohne Sonne, ein bisschen sitzen konnte. Das war richtig schön. Ich würde sagen, ich beende mal diesen Vlog und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. You fall and you break, you got changes to make now. See the light at the end of the tunnel, it's right there, now just look up and follow.